Wir haben wieder weitergemacht mit unserem Auto und es ist einiges passiert und ich werde euch jetzt zeigen, was alles gemacht wurde. Unsere Bremsscheibe war ja schon dran auf der Achse. Wir mussten eigentlich nur noch unseren Sattel hier installieren. Da sind wir einfach hingegangen und haben da so ein paar Vierkanter installiert. Die haben wir da festgeschweißt an unsere Aufhängung von der Achse. Die gehen dann an die Bremsscheibe, an den Bremssattel dran, so. Ist hier festgeschraubt und ja, das Ganze bremst eigentlich ganz gut. Und dann haben wir hier eine Rückholfeder drin für unser Pedal und für unseren Zug, weil die Bremse das nicht kann. Der Zug geht dann einmal hier am Auto entlang, hier unsere Aufhängung. Hier ist eine Verlängerung drin, weil wir natürlich einen zu kurzen Zug hatten. Das Ganze geht dann hier nach vorne. Hier hin. Moment, so. Kommt hier an. Wird hier einmal umgelenkt. Geht dann auf unser Pedal, was wir aus einem alten Stuhl, glaube ich. Zumindest ist das aus dem alten Stuhl. Das ist eine Platte gewesen, die wir uns ja so zurechtgeflext haben, gebaut ist. Ja, eine andere Sache, die auf jeden Fall schon lange überflüssig war, ist ein Anschnallgurt. Und wir haben uns endlich einen gegönnt. Und ja, hier ist der, ein Schrotgurt. Das ist gut. Den Gurt haben wir uns über eBay Kleinanzeigen besorgt für 20 Euro, glaube ich. Ja, das Ganze haben wir hier einfach an dem Sitz festgemacht auf beiden Seiten. Sind dann einmal hoch zum Sitz, einmal hier rüber. Es geht dann einmal hier über unsere Radaufhängung drüber. Hier nach unten und unten und hier an den Rahmen ran. Und ja, eigentlich, also vom Fahrgefühl her ist es halt deutlich sicherer. Man ist halt da richtig fest drin gespannt in dem Auto. Man kann sich fast gar nicht mehr bewegen eigentlich, währenddem man fährt. Und man geht mehr Risiko ein, würde ich sagen. Also man ist risikobereiter, weil man sich sicherer fühlt. Ja, was ihr mit Sicherheit schon gesehen habt, ist die neue Stoßstange. Wir haben uns überlegt, wir brauchen was, falls wir wieder irgendwas rammen, haben wir schon mal geschafft, dass wir nicht alles kaputt machen, vor allem unsere Lenkung. Deshalb haben wir jetzt hier Federstahl von einem alten Stuhl, verchromt, Luxus. Den haben wir uns zurechtgebogen, hier und hier. Stoß! Beide rein! Es hat eine gewisse Elastizität. Das ist Federstahl! Das kann echt Federstahl sein. Dann haben wir uns Halterungen gebaut. Ich drück das halt zu dir. Es ist halt nix. Hast du schon voll gewogen jetzt. Die festgeschweißt. Wir haben uns ein Blech gebogen.
was die Stöcke und alles, was noch kommt, hier quasi runterdrücken sollen, vor allem Gras, was hoch ist, damit das eigentlich immer ins Gesicht fliegt beim Fahren. Was haben wir uns noch gebaut? Wir haben hier noch diese Rohre da installiert, damit es ein bisschen cooler aussieht und auch als Auffang. Und die Lampen, die sind auch neu. Da kommt aber noch mal ein extra Video zu. Und ja, also vom Fahrgefühl her ist es auf jeden Fall besser geworden, weil man jetzt vorne, also wir haben nicht viel getestet, aber wir haben jetzt vorne mehr Gewicht auf unseren Rädern drauf und dadurch haben wir weniger untersteuern, was gut ist natürlich. Also unsere Vorderräder haben quasi mehr Grip. Ich bin schon bereit hier für die Failcam, dass ich da noch schnell was drauf kriege, falls es failt. Motorquant. Ja, ansonsten haben wir noch so Kleinigkeiten gemacht wie einen neuen Kettenspanner. Das ist neu, also wir haben halt ein bisschen überarbeitet, weil unsere alten echt im Arsch waren. Dann haben wir uns Pizzaschneider gebaut. Das sind im Prinzip nur Inline-Skates-Rollen, die links und rechts so eine kleine Platte drin haben. Die ist dann einfach festgeschraubt in unserer alten Aufhängung. Also drückt dann quasi hier nach unten und spannt damit die Kette. Unten genau das gleiche Spiel. Das Ding zieht aber hier an der Stelle dann nach oben. Und durch diese Gummirollen ist das Ganze natürlich ein bisschen leiser geworden. Ja, was wir noch gemacht haben ist, wir haben noch ganz viel gemacht, da kommt aber noch ein extra Video zu. Wir haben einen Tacho installiert, einen selbstgebauten Tacho. 3D gedrucktes Gehäuse, selbstgemachte Platine. Wir haben eine Schaltfläche jetzt für unsere ganzen Schalter und für unseren Anlasser. Hier, wir haben einen Notausknopf, lauter so Sachen. Wir haben Relais, haben wir eingebaut. Für die Lichter zum Beispiel, für die Lampen, für Hupen, die noch kommen werden. Wir haben hier einen Stromkasten installiert. Da kommt noch ein extra Video zu, wo alles nochmal genauer erklärt wird, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir hatten es jetzt auch noch nicht. Die Lenkstange haben wir auch noch nicht gezeigt. Die ist jetzt auch neu. Kann man hier sequenziell schalten, indem man nach hinten zieht, für hochschalten, nach vorne drückt, für runterschalten. Das Ganze ist hier befestigt über eine Stange von einem alten Grill. Geht hier einmal runter, wird hier umgelenkt die Kraft auf diese Stange hier. Geht dann dahinter, kommt hier dann raus, wird wieder umgelenkt nach oben, geht dann von da aus an den Motor dran, wo dann auch die Originale normalerweise gewesen wäre. Und dann kann man schalten. Ja, ansonsten war es eigentlich schon an Sachen, die wir gemacht haben. Es ist einiges passiert. Vor allem Elektronik hat große Sprünge erlebt. Das werdet ihr aber alles noch sehen. Wir machen auf jeden Fall noch ein Video zu. Das kommt da wahrscheinlich dann erst im neuen Jahr. Und ja, also wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, fragt sie einfach in den Kommentaren, wir werden es beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.